Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Staxel. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Er lege noch Bodendecken. Also Boden, der aktuell eigentlich nur eine Decke ist. Und ich würde sagen, dann können wir auch gleich schlafen. Er legt nur noch die letzten 47 Blöcke. Also ich befürchte ja fast, dass wir Sirana brauchen, um rauszukriegen, wie man rotes Werkzeug macht. Weil das Werkzeug Härten ist unter dem Menüpunkt Magie. Und ich meine, Magie gleich Sirana. Wird ja irgendwie Sinn machen, oder? Hui! Gut, ich bin auf dem Heimweg, bin auf dem Weg zum Bett. Gute Nacht. Na, ja, gutes Wetter ist. Wir müssen gießen. Mist. Oh, Melissa. Muffin. Njong. Ja, alle in der Reihe und Glied in eine Richtung ausgerichtet. Hast kein. Oh je. So. Also wir können heute wahrscheinlich auch die Gurken wieder ernten. Ganz großes Kino. Aber das Gießen geht ja Gott sei Dank schnell. Da kann man sich ja echt nicht beschweren. Achtung, Epileptiker, bitte aufpassen, das Bild flackern könnte zu Anfällen führen. Und, Tomate. Langsamer AfD-Tomate. Und Wasser. Wenn die Gurken geerntet. Oder fällt mir ein, ich habe noch scharfe Essiggurken, die muss ich noch probieren. Eigentlich für Burger gekauft, aber ich habe nicht drauf geguckt, weil ich nicht mal wusste, dass es scharfe Essiggurken ganz normal im Aldi gibt. Und dann mein Weibchen nur gemeint, sie möchte den nicht auf den Burger machen. Und ich habe dann gedacht, gut, zu probieren, ist direkt der gleiche ganze Burger versaut unter Umständen. Aber ich muss ihn noch testen. Weil grundsätzlich scharfe Sachen geil. Blätscher, 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 Blätscher. Oh, Blätscher, 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 Blätscher. Oh. Wir brauchen echt Sprenkler. Es wird Zeit. Aber wie gesagt, sobald der Sommer vorbei ist und wir die Tomaten verkaufen können. Ich will sie halt alle auf einen Schlag verkaufen, weil Preisverfall und so Sachen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Müssen wir gar nicht mehr drüber reden. So. So. Bei Kaffeepflanzen. Das ist unsere Zukunft. So, wir brauchen noch drei Blöcke, um den Boden ab. Oh, das sieht ja bescheiden aus. Passiert das auch, wenn ich da oben noch Wand traue? Das müssen wir testen. Moment, hier ist ja sogar noch Boden. Warum sagt das denn keiner, wenn ich dann die drei Blöcke hier auch nehmen könnte? Ich wollte schon wieder neue kaufen. Geldverschwender. Der Kapitalismus ist hier einfach fortgeschritten. Da rennt ein Mike. Reklametafeln. Leistungsstarker Kuh.
grauer Block. Den hatte ich mir eben auch überlegt, ob ich den käuflich erwerbe. Hast du gerade den im Vorbeirennen gekauft? Ja. Ja, jetzt habe ich auch einen. So, jetzt schmeiße ich erstmal Blöcke raus, das wollte ich aber nicht. So. Guten Morgen. Moment, wo ist er hin? Ist er geflüchtet? Hat er mich kommen gehört? Er hat sich versteckelt. Sag's euch. Leise. Oh, was für ein wunderbarer Tag, um wieder menschlich zu sein. Einfach unglaublich, wie bequem der Boden im Gasthaus gestern Nacht war. Ist natürlich auch geil, dass ein Gasthaus nicht mal irgendwie ein Bett hat, wo man pennen kann. Also so ein Gästezimmer, aber gut. Also, reden wir übers Geschäft. Ich habe es mir erlaubt, euer Dorf in den frühen Morgenstunden schon einmal genauer anzusehen. Wie erwartet, ich muss sagen, zu meinem Entsetzen fehlt euch ein Museum. Vielleicht seid ihr euch dessen nicht bewusst, aber ein Museum sind in dieser Umgebung von höchster Wichtigkeit. Wo sonst könnt ihr denn all die Wertsachen lagern und ausstellen, die ihr entdeckt? Und daher muss ich darauf bestehen, dass ihr so einen Ort baut. Wenn nicht, bringe ich euch alle um. Ich habe gehört, dass du dich mit dem Bauen auskennst. Ich verlasse mich also darauf, dass du dich um den Rest kümmerst. Wenn du Probleme hast mit Bauaufsicht, sag Bescheid. Wollen regelt. Okay. Ein paar Vitrinen bekommen. Also, nee, Baupläne. Und Museumsschild. Ist doch sogar ein Gästezimmer. Oder ist das hier das Zimmer von Dings, von Rovan? Das ist das Gästezimmer von Rovan. Das Gästezimmer, dann ist es sein eigenes Zimmer. Er ist ja kein Gast, er wohnt ja hier. Ja, oder... It's over, not life. Da, da, da. Hallo Moor. Wo wollen wir das Museum hinmachen? Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich würde sagen, neben neben Farbens Haus. Warte kurz, ich würde es testen, bevor ich irgendwas anderes mache. Jo. Cool. So. Es guckt halt immer noch raus. So darf es rausgucken. Das ist in Ordnung. Das kann ich akzeptieren. Ja, ist bei der Dings auch bei der. So. Lass mich auch. Die Map. Wo hast du gesagt? Neben Farmfans Haus? Ja, so neben Farmfans Haus. Das wolltest du hier neben Lichas. Neben Emilias Haus bauen, korrekt? Genau. Ja, fände ich gut. So, also schön hier seitlich, wo du gerade bist, rechts von dir im Prinzip. Also hier so hätte ich gedacht. Weil hier haben wir auf jeden Fall viel Platz. Alles Platz. Wollen wir das denn auch wieder so erhöht bauen? Oder was, dass man so eine Treppe hochgehen muss? Ist immer so, ich fand die Sache mit der Treppe eigentlich ganz schön. Also gerade mit den Säulen dann auch. So? Ich würde tatsächlich erstmal noch von hier aus wieder so eine Parkanlage bauen und dann hier hinten vielleicht erst anfangen. Weißt du, wie ich meine? Ja, dass man dann hier dann so rüber wieder so eine Art Brunnen oder so, halt anders als letztes Mal, aber so, ja. So ein Vorplatz oder so fände ich schon irgendwie cool. Weißt du, dass man das denn, ich platziere das erstmal so hin. Siehst du den Umriss? Ja, hab meins auch platziert. Ach so. Ach, alles da gut. Hinten hin. Ja, aber halt in die andere Richtung. Weil dann hat man hier vorne ordentlich Platz davor. Dürfte ja reichen. Ja, wir können die Schilder ja erstmal hier hinten hin platzieren. Eben. Da hat man sie nicht im Inventar, da ist erstmal Platz. Genau. Not können wir, also ich würde eh sagen, dass wir früher oder später wahrscheinlich dann erstmal wieder die drei Grundsachen hinstellen, dass der alles hat, was er braucht und dann ist eh vorbei. Hier ist ein bisschen düster drin. Was man hier für Aufgaben hat, hat man in Minecraft nicht. Ja, das definitiv nicht. So, wir brauchen Licht. Alles klar, es wird Zeit für Licht. Denn wir könnten das magische Licht verwenden, aber nein. Boah, das ist so komisch, ne? Wenn man ins Haus kommt, dann will ich immer gleich erst so nach rechts gehen, weil ich gewöhnt bin, dass ich dann immer von der Tür aus nach rechts gehe. Ja. Das sieht ja lustig aus mit Strohhut.
Nee, ich bleib bei der Katzen. Dein so, Katzenhut. Bekommen wir jetzt auch Licht? Ich fühle mich immer noch eingeengt, obwohl die Decke eigentlich oder recht wie sieht das ist. Beim Einhorn aus. Hey, fucking kidding me, es ist alles, was wir an Licht bekommen. Das wird doch noch heller, oder? Das soll ja nur ein bisschen verbuggt und braucht einen Moment. Ja, das ist immer so. Na, die Lampen in den anderen Häusern sind auch so düster. Muss ich einfach noch magisches. Kann sich kein Mensch antun, dass es so düster ist. Kann ich die Helligkeit irgendwo hochdrehen? Optionen. Oh. Erweitern. Multisampling, Blumenschattenpartikel. Halbe auf der Helligkeit. Gehen wir mal auf 150. Warum ist hier eine Fliege drin? Weil die da immer wieder spawnt, die Drecksfliege. Aha. Das bringt jetzt nicht wirklich was, sagen wir mal so. Achso, man sollte die Regler auch wir gucken mal, ob wir das Gamma höher drehen können, ob das was bringt. Boah, wie wäre das, wenn es hier auch in Schachsel so Shader geben würde? Was? Bisschen heller, man sieht ein bisschen mehr, aber die Farbe fehlt halt dadurch. Ja, nö, das gefällt mir egal. Es war doch früher nicht so dunkel. Nee, ne? Schatten ausmachen? Es war ja eigentlich früher mal so, wenn man sie platziert hat, dann dauert es erst einen Moment. Und genau, dann und dann wurde es heller. Hell. Und meine Energiesparlampen halt, ne? Ich meine, was wir natürlich machen können, hier lauter Lichter rein, aber das macht ja jetzt, also das ist ja nicht der Sinn der Sache eigentlich. So eine fucking Lampe soll es ja hell machen. Ich meine, ich habe auch eine Lampe in meinem Zimmer. Mein Zimmer ist relativ hell. Klar, wenn ich das Fenster offen habe, ist es noch heller, aber ihr wisst, was ich meine. Frage ist, ja, die können wir auch kaufen. Kosten auch nicht. Dann würde ich tatsächlich sagen. Where is my magic light? Where is this my magic? Magisches Licht, du kleiner Wicht. Bringt zumindest ein bisschen was. Erstes, drittes. Erstes. Nein, das ist kein warmes Licht, das ist eher ein kälteres Licht, aber das ist in Ordnung. Das ist Licht. Da, da sehen wir schon. Leuchtet. Da sehen wir schon mal ein bisschen was. Blaues Licht, was macht das? Es leuchtet blau. Ah. So. Was brauchen wir denn für die gute? Wir brauchen ein Bett, eine Tür. Mal eine haben wir schon mal, das ist schon mal gut. Tisch, Schreibtisch, Kleiderschrank, Buffet. Auch ein Buffet, Alter. Euer Allesgefühl. Okay. Erstmal brauchen wir irgendwas, aus dem wir Wände machen können. Damit es da drin ein bisschen heller wird, würde ich fast sagen, weiße Holzblöcke. Gibt aber mal Grau- und Cremefarben. Hm. Ist Wissenschaftlerin. Sie kriegt Grau. Du hast nicht genug Geld dafür, du armer Schlucker, du. Geh schaffen. So. Was sagen wir machen hier? Eine Wand. Wollen wir schlafen? Ja, können wir machen. Muss nur erstmal heimkommen, warte. Bin auf dem Weg. Geronimo! Durch einen Kaffee. Oh, ich glaube, ich muss morgen schon wieder Tomaten ernten. Oder habe ich heute Tomaten geerntet? I don't know. Ah, doch, es ist ein gerader Tag. Gerader Tag heißt ernten. Dafür regnet es. Und da ist ein Pilz. Yay!
Ja, Erntezeit. Die nächsten 345 Stunden wird Yogi ernten. So, Mulissa. Muffin? Gut. Wir machen mal eine Sensenerntung heute. Heute ernten wir mit der Sense. Blub. Das wird so viel Sinn ergeben, wenn man die upgraden könnte, aber nein. Geht halt nicht. Geht halt einfach nicht. Hui. Hui. Uns reichen eigentlich die zwei Wups. Das dritte Wup ist ja nur die seitliche Ausprägung. Aber gut, ich verstehe auch, warum man das nicht upgraden kann. Das wäre halt ziemlich extrem OP dann eigentlich. Auf der anderen Seite, hey, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass man auf die goldenen Spitzhacke innerhalb von Sekunden in einem Spiel upgradet. Da kann man da auch mal ein bisschen Power für bekommen, finde ich. Da sind wir mal ehrlich, ich weiß nicht, wenn irgendeiner Staxel spielt, ob es Personen gibt, die einfach sagen, ja, ich baue mir drei Tomaten an, ich baue mir drei hiervon an, ich baue mir drei davon an und habe meine kleinen Felder und das sieht voll süß aus. Wenn man in Staxel was bauen will, braucht man ja eigentlich ordentlich Kohle. Ist ja nicht so wie in Minecraft, wo man sagen kann, ey, ich kann mir fast alle Blöcke selber besorgen. Ja, das hat ja gut geklappt. Jo. Ja, man muss ja fast alles kaufen und um was kaufen zu können, muss man Geld machen und hast gesagt, man muss verdammt viel Geld machen hier in Staxel. Wenn man vor allem noch schöne Häuser bauen soll für die ganzen Bewohner. Das heißt, es ist eigentlich relativ unrealistisch, dass man in Staxel nicht Mengen anbaut. Also, wie hier, 300 Pflanzen, Tomaten. Also, weiß nicht. Fände ich das schon angebracht, wenn man sagt, man kann die Sense upgraden. Oder der Sensen-Rage. Wenn der Sensenmann fände das auch gut, da könnte er mit seiner Sense ganz viele Leute auf einmal töten. Dann ist der Sensenmann. Sensenmann. Sonst sind Flugzeugkatastrophen echt anstrengend für ihn. Damn. So, jetzt muss ich nur hoffen, dass innerhalb der nächsten zwei Wochen kein Flugzeugunglück passiert und dieser Witz nicht zu früh kommt. Ja. Gefühlt geht es aber ein bisschen schneller, als würden wir dauernd einzeln klicken. Muss ich halt nur ein bisschen drauf konzentrieren, dass ich nicht aus Versehen die Pflanzen wegmache, die halt schon angebaut sind. Lilly, alles gut. Alles gut, Lilly. Was nicht? Na, bist du ruhig. Lilly! Hey! Was ist denn los? Dein Frauchen da. Ja, dein Frauchen ist da. So, Hund wurde abgeholt. Und tschüss. Geheime Zeichen gemacht, dass ich aufnehme. Ganz geheim. So. Oh, kam da eine Kälte mit rein. Ist kalt. Was war denn da gerade los? Was denn, wo denn? Du hast dich angehört wie ein Roboter bei mir. Oh, das könnte sein, dass Discord halt mal wieder rumspackt. Ja, da hat wer gerade mal zwei Tomatenpflanzen weggehauen, weil er in die falsche Richtung gearbeitet hat. Das wäre dann ich gewesen. So, die sind alle gegossen. Wir ernten erstmal mal kurz ein paar Tomaten abhaben für Geld. Von dir. Nein. Alle am letzten Tag verkauft werden. Am letzten, am ersten Tag vom Sommer. Außerdem bin ich nicht dein Sklave. Verdiene dein eigenes Geld. Ich selber kein Geld. Deswegen baue ich ja fleißig Gemüse an. So, dort haben wir Licht, haben wir auch. Gerade am Wände bauen. Das heißt, wir brauchen auch noch eine zweite Tür. Und das Equipment, was ich brauche für Dings hier, für Cecile, das wird ja auch nochmal teuer. Also hätte ich jetzt Geld im Überschuss, ja, dann würde ich ja sagen, hier, nehmen. Aber das ist nicht der Fall.
Aber gut, die Folge ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen um 14 Uhr geht es weiter mit der nächsten Folge. Dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.